dream? Who's there? What's with this place? Cherry blossoms bloom within the grasp of death. What are you hiding inside? Maya? What the fuck? I'm sorry. Fuck! Was für eine kranke Scheiße habe ich mir angetan! Alter! Herzlich willkommen hier beim Nachteulen TV. Ich spiele heute zum allerersten Mal Silent Hill. Das ist Short Message. Gibt es kostenlos im PlayStation 5 Store. Ja, kurz ja mein Face ein bisschen heller. Ich habe extra ein bisschen hier Filthy reingelegt, ne, damit es irgendwie ein bisschen gruseliger aussieht. Ich werde auch zum ersten Mal. Aber gerade bei so einem Spiel, glaube ich, ist es echt ganz cool, mal die Kamera anzulassen. Und weil ich dachte, da werden einige Jumpscares auf jeden Fall kommen. Und ja, ich freue mich drauf, wa? Ich bin echt gespannt, wie das ist. Kurz vor zwischendurch, kurz vorneweg, ich bin nicht so der Ego-Perspektiv-Spielerin, die erste Ego-Perspektiv-Spielerin. Ich habe da ein bisschen Probleme mit, kriege auch schnell mal eine Motion Sickness. Und kann aber einige spielen, so What Remains of Edith Finch, Gun Home. Ich habe auch Far Cry 6 gespielt. Und bin auch noch immer noch ein bisschen erkältet, sorry. Für meine Shirley Bassey-Stimme. Hier in meinem geilen Tee ist natürlich auch nur bester Whisky drin. Und deswegen, wenn ich zwischendurch mal mein Mikrofon ausstelle, ist es, weil ich gerade einen Hustenanfall bekomme. Oder krass niesen muss. Okay. Wenn auch was sein sollte, zu hell, zu dunkel, zu, keine Ahnung, whatever, zu hell, zu dunkel, zu laut, zu leise, schreibt es bitte in den Chat. Und ich werde es irgendwie ändern, keine Ahnung, wenn das irgendwie ich zu leise bin oder der Ton das zu leise, also von der Capture Card zu leise, also vom Spiel, schreibt es in den Chat. Ich würde auch am Anfang erstmal gucken, ob ich es einstellen kann. Das dauert auch manchmal ein bisschen mit dem Stream. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin auch schon ganz heiß, ne? Auf Silent Hill 2 im Oktober bin ich so heiß drauf. Das wird so ein geiler Herbst. Also ich hoffe, es wird ein geiler Herbst mit Silent Hill 2, Life is Strange Teil 4, Lust Records. Nächstes Jahr kommt dann noch Mixtape raus, aus sowas wie Life is Strange. Und ich glaube, es kommt noch ein geiles Spiel raus. I don't know. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, have fun. So, ich muss noch ganz kurz was ausprobieren. Ich habe mir so einen neuen, Sound erlaubt. Ich will mal gucken, wie der ist. Moin, moin. Ich will jetzt mal wissen, wie der funktioniert. Ob das wirklich funktioniert. Habe ich hier eigentlich auch im Großen, habe ich ja auch die Alerts drin. Mal gucken, ob das funktioniert. Run. Ja, das ist ja mal witzig. Da geht Moin Moin geht an bei... Wow, alles klar. Wo ist denn der Alert jetzt hier gewesen überhaupt? Ach, der war hier. Gott, was macht der denn da überhaupt? Der kann mal hier oben in die Ecke rein. Und der Chat, der kann hier unten rein. Und dieser Alert... Huch, der ist ja mega groß. Mal ein bisschen kleiner direkt. Ach, warte mal. Wisst ihr was? Ich werde mal ganz kurz was kopieren hier. Copy-Paste machen. Bevor mir der Schlabberabatz hier irgendwie alles killt. Zack. Wieso geht denn da One an, wenn ich ja... Moin. Ein Abo. Das ist echt ein Abo. Ach, Twitch, ich liebe dich. Das ist ja eine Welt, die ich nicht verstehe, aber we will see, we will see. Zack, so, bam, 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 das geht in die Big Cam mit rein.
Das ist ja auch Corner-Logo, Facecam. Das ist, wie ich meine, Facecam. Natürlich doof. Wenn die Facecam über den Chat ist, natürlich blöd. Dann müssen wir den Chat woanders hin rutschen lassen. So, machen wir den Chat mal hier hin. Ne, wir machen den Chat hier oben in die Ecke. Ach, wo packen wir den scheiß Chat dann hin? Ja. Über mein Face. Ja, hier komm, über mein Gesicht drüber. Schreibt einfach nicht so viel, okay? Bitte schreibt nicht so viel. Big Cam. Ja, da kann der Chat aber da bleiben. Alles klar. So. So sieht das dann aus. Ach geil, hat schön jetzt rumgefummelt. Okay, genau, da ist hier mein Face. Und mal ganz kurz mein Face noch ein bisschen kleiner machen. So, besser. Alles klar. Let's play Silent Hill. Ihr seht mich hier unten in der Ecke. Vielleicht auch mal die Augen zuhalten, weil ich zu viel Schiss habe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Silent Hill, The Short Message, kostenlos auf der PlayStation 5 zum ersten Mal. In langsameren Durchlauf. Also ich werde es vielleicht nicht in 2 Stunden schaffen, weil ich halt werde langsam laufe bei Ego-Perspektive. Okay, have fun with it. Alles klärchen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ach, dieser Chat ist aber echt blöd. Wieso hat er denn auch so ein komisches Ding daneben? Zack. Wisst ihr was? Ich schmeiß den Chat mal raus. Zack. So. Ich sehe eure Nachrichten. Ja. Gucke mal ein bisschen leiser. Dialoge ein bisschen lauter. Untertitel ein, auf jeden Fall. Hallo, ey. Das ist doch mitlesen, Leute. Beide sehen, ne? Oder meinen die auch den Rand drumherum? Gucken wir mal gerade. Schon mal schön Bums, hä? Ich muss auf jeden Fall mich hier mal kurz ein bisschen dunkler machen. Jetzt wird aber zu dunkel. Die Mucke ist auf jeden Fall schon mal echt geil. Kann man so lassen. Ah, komm, komm hier. Zack, neues Spiel. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich gefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich bitte an Experten, die dich professionell beraten, unterstützen oder medizinisch behandeln, um Selbstverletzungen und Selbstmord vorzubeugen. Wenn du sofort Hilfe brauchst, wende dich bitte an eine örtliche Notfallhotline oder ein Krankenhaus in deiner Nähe. Wenn du merkst, dass jemand in deinem Bekanntenkreis Probleme hat, sprich mit dieser Person. Ein mutiger Schritt kann Leben retten. That's cool. That's really, really cool. Ja, es geht nämlich auch in diesem Game um Mobbing und so ein Kram. Okay, let's go.
Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Maya. Ist Maya nicht gerade die gewesen, die also für diese Gedenkstätte war, mit dem ganzen Grab und dem ganzen Kram? Oh, yeah. Maya told me to come here. Dieses Drecksloch, Alter. Was soll ich denn hier? Kann ich es aufheben? Ach, ich muss einfach mich langsam bewegen. Das ist ja schon ein bisschen was anderes als mit Edith Finch. Gott, wie das hier aussieht. Oh. The City of No Hope. Welcome to the City of No Hope. You suck. This model. Is it this building? Der Plan zur Erneuerung von Kettenstadt. Eine Übersicht. Kettenstadt war lange eine aufblühende Grenzstadt. Seit einigen Jahren zieht das junge Erwachsene jedoch scharenweise in die Ferne. Sehr zur Beunruhigung der Stadt. Im Rahmen dieses groß angelegten Projekts soll Kettenstadt mit der Unterstützung von chinesischen Investoren zu altem Glanz verholfen werden. Das Motto des Projekts ist Wiederbelebung. Die Grundstücke, die 2008 von japanischen Unternehmen ausgebaut wurden und nun leer stehen, sind ein bekanntes Problem. Wenn wir sie umfunktionieren, können wir die Kosten enorm senken und unsere Vision für ein neues Kettenstadt verwirklichen. Kettenstadt? Ey, was denn das für ein Name? Will ich auch nicht lesen. Leben wow. Wollen. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Kann ich mir das angucken? Nee. Notizen zur Erneuerung der Kettenstadt, also zeig mal.
Die Pläne zur Erneuerung von Kettenstadt haben einen weiteren Rückschlag erlitten. Durch die Covid-19-Pandemie sind Investoren aus dem Ausland zurückhaltender geworden. Beim letzten Versuch sind die Pläne der Stadt an der Instabilität gescheitert, die durch die weltweite Finanzkrise 2008 ausgelöst wurde und Investitionen durch japanische Unternehmen und Kreditinstitutionen unmöglich gemacht hat. Zwei gescheiterte Erneuerungsversuche, zwei Fehlschläge durch bedauerliche externe Faktoren. Kettenstadt will sich wieder aufrappeln, doch die Arbeitslosigkeit steigt. Der Stadtrat zieht in Erwägung, die Wirtschaft zu fördern, indem er gut ausgebildete Fachleute in die Stadt lockt. Doch bisher wurden keine effektiven Maßnahmen umgesetzt. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Die Tür hat sich gerade geöffnet. Alter! Wieso ist denn hier das Ding hier abgesperrt? Ich hoffe, die läuft von alleine, oder? Die läuft doch von alleine, die Tussi, oder? Ich kann nicht laufen in Ego-Perspektive. Ich würde elendig sterben. Oder kotzen. Eins von beiden. Überleben und kotzen. Oder nicht kotzen und sterben. Where are you, Maya? Die ist doch tot, oder? What? Wieso ist die Tür zu? Ah! Oh Gott. Entschuldigung. Passt auf mit den Kopfhörern, das könnte ab und zu laut werden. Alter, mach die Tür nicht immer zu. Oh, wenn ich sowas schon sehe, ne? Puppen, ey. Bah, gruselig, ekelhaft. Alter, guckt euch die Puppe mal an. Oh, Alter, Alter. Alter, ist die ekelhaft gruselig. Alter, ist die widerlich. Bah, ist die ekelhaft. Wer legt denn da Trockenblumen rein? Kein Ausweg. I'm trapped. I've always been trapped. Etagenplan. Okay. Das kann echt lange dauern, also wie ich hier schleiche. Ich habe echt Schiss, sorry. Flyer zur Infoversammlung. 28. September 2021. Mitteilung zur anberaumten Versammlung. An alle Bewohner der Villa. Wir haben nach den jüngsten Nachrichten viele Anfragen zur Verwaltung des Gebäudes erhalten. Daher möchten wir eine Versammlung abhalten, um unsere Richtlinien formal zu erklären. Wir hoffen, dass Sie anwesend sein können. Ah, da haben echt mal Menschen gelebt? In diesem Ding? Dieser Fahrstuhl hat mal funktioniert? Alter. Krasse Scheiße. Wieso ist denn das so dunkel da hinten? Oh Mann, ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen meine Helligkeit höher stellen. Alter. Alter. Maya? Oh. Boah, Mensch, die Chillers hier, ne? Die knabbeln hier irgendwo rum. Alter, da krieg ich auch einen Schock fürs Leben.
Ich habe immer eins meiner ersten Rollspiele war ja Obscur und auch Silent Hill auf dem PC. Und dann sprang nachts meine Katze auf meinen Schoß und dachte, oh Alter, ich hab so geschrien, ich hab so geschrien, Alter, ich hab so geschrien. Geht die auf? Nee, scheiße. Ah, fuck, fuck, fuck. Was ist das denn? Wieso brennt denn da Licht? Wieso brennt da Licht? Oh, hübsche Zeichnung. Wie auch immer das war. Did Maya do this? CB. Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's... amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. How could I ever be proud of myself? Ziemlich geil gemacht, ne? Mit diesen Zwischensequenzen mit realen Menschen. Das finde ich schon fett geil. Das finde ich schon nice, 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 nice. Was ist das für ein Geräusch? Alter, ist das ein Babygeschrei? Über die Grafikkünstlerin. Eine Grafikkünstlerin braucht nicht mehr als eine Sprühdose und eine leere Wand. Die Mauern eines gewissen Wohngebäudes von Ketten statthalten. Für diverse Künstler ist Leinwand her und überraschen täglich mit einem neuen Kunstwerk. Unter diesen Künstlern ist auch Social Media Star CB. Ihre Leidenschaft für Blumen wird schon ihrem Namen deutlich, der für Cherry Blossom steht. Die Kunst von CB fängt die Herzen der Jugendlichen ein wie kaum eine andere. Also haben wir sie um einen Kommentar gebeten. Ihre Augen fixierten ihr neuestes Werk, als sie uns sagte, ich will damit darstellen, was diese Mädchen fühlen, aber nach außen nicht zeigen können. Wenn sich jemand mit einem Graffiti identifizieren kann, dann wahrscheinlich, weil sie dasselbe durchmacht. CB fügte hinzu, dass die Blumen, die sie auf den jungen Mädchen ihrer Kunstwerke erblühen lässt, aus ihren Narben herauswachsen. Die Blumen stehen dafür, dass die Mädchen vergangene Traumata überwunden haben, oder dies zumindest versuchen. Na, es geht ja auch in dem Spiel halt wirklich um, ne? Traumata, Suizid, Mobbing und den ganzen Kram. Also um ernste Themen, was ich ziemlich cool finde, ganz ehrlich. Ich habe Angst weiterzugehen. Und dieses Geräusch. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Mein Gott, hast du ein beschissenes Selbstbewusstsein. Was ist das? Wo kommt dieses Kindergeräusch her? Irgendwas machen. Oh Gott. Oh. Okay, alles gut, alles gut.
Who's there? Entschuldige für die späte Antwort, bin eingeschlafen. Nimmst du deine Medikamente? Emily, alles in Ordnung, schläfst du noch? Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ich habe dich gestern nicht auf der Arbeit gesehen. Fühlst du dich immer noch nicht gut? Nimmst du deine Medikamente schon? Ich bin eingeschlafen, Emily. Kein Problem, wie geht es dir? Gut, ich schaffe es inzwischen, mich etwas auszuruhen. Ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Kein Problem, eigentlich alles gut. Bin noch ein bisschen müde, aber ich stehe bald auf. 17.45 Uhr. Von hier aus dem Controller kommen wieder die Geräusche vom Handy, ey. Oh, sowas liebe ich ja auch. That's a relief. Oh Gott. Ich hasse die Tür, die man zugeht. Was ist das? Creep. Insane. Creep. Oh, so ein Laden. Den schönsten, was ich hören möchte. What's with this place? Why all the sticky notes? Loser! Stupid! Crazy! Cry, baby! Ugly! I hate you, dumb! Go away! She never said anything nice. Kindesmisshandlung, Vernachlässigung in Kettenstadt. Laut einer Erhebung gab es in Kettenstadt in den letzten Jahren beinahe doppelt so viele Fälle von Kindesmisshandlungen wie im Durchschnitt der entwickelten Länder Europas. Oh Gott. Als Ursache werden die wirtschaftlichen Probleme und die daraus resultierende Armut vermutet. Es gibt okay, es ist die Ursache, alles klar. Aber es ist immer noch kein Grund. My mom loved me. Sie das alles gesagt hat, glaube ich nicht. Antidepressants. I've taken enough medication. Oh, ordentliche Menge zu sich genommen hier. Oh, ich gehe aber nicht hier lang. Hier. Lecker, lecker, Schmecker. Oh fuck, ist das ekelhaft. Boah, sind die riesig. Das ist ja widerlich. Ah.
lass die Kamera jetzt einfach mal an. Das ist immer, die Zwischenparts sind so klein, das ist egal. Der verpasst ja auch nichts, wenn ihr das kleine Eckchen unten nicht seht. Ach, ich muss ein bisschen rüberrutschen hier, ne? Das kann ich jetzt mal sehen. So. Bei Monk sonst verrückt wieder das sei. Okay, alles gut. Alles gut. Alter! Was ist mit dir, Anita? Was? Du siehst noch nicht so gut aus. Mir geht's gut. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Natürlich tue ich das. Ich nehme meine Medikamente. Medikamente sind gut, aber was mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Mit Erwachsenen zu reden hilft nicht. Einige aus unserer Klasse mussten ins Krankenhaus. Du musst das nicht alleine durchmachen. Weil wir nehmen Selbstmord? Ich weiß. Ich sag Bescheid, wenn ich was brauche. Und die hatten es verdient. Sie fühlen sich schlecht, weißt du? Sie alle. Oh Gott, hat sie einfach umgebracht wegen denen. Oh Gott. Oh. Ist ja ein Wunder, als ob noch Akku hat für die Lampe, ey. Die Henne, das ist nicht gut. Alter, was ist das? Alter, was ist das? Was ist das für ein Schatten? Alter, was ist das? Scheiße, 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 scheiße. Alter, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Alter. Alter! Oh Gott! Oh! Alter, Gott, 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 Gott. Am I safe? Where did it even go? What the fuck was that thing? Ich piss mir auf das Hemd hier, ne? Ich will dir was sagen. Kannst du zur Villa kommen? Bist du hier? Ich bin im Studio. Oh. Maya? Hier ist ein Monster. Geht's dir gut? Ey, Alter, das war kein Monster. Das war... Alter, also, wenn ihr ein Trinkspiel machen wollt, ne? Immer bei Alter. Ihr werdet auf jeden Fall echt schnell besoffen werden. Brüchige Selbstmorde gespeichert. Jugendliche stürzen sich bei berüchtigten Gebäuden weiterhin in den Tod. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosten Wohnkomplexes in Kettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Nein! Please. Not Maya too. She has been acting weird lately. Okay. Doch weder Jugendliche noch Erwerbslose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit, während die Bedenken der Anwohner immer weiter zunehmen. Alter, Mann. Oh. Okay, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich piss mal jetzt echt ins Hemd hier.
Nicht erschrecken, das wird vielleicht gerade ein bisschen laut werden. Aber die Mucke ist geil. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Put on this little bikini and dance! Das war Bikini von Caitlin Rose. Man muss ja mal gucken, was man hier spielt, ne? Ansonsten wird ja mal von Twitch immer alles direkt gemutet. Und das wurde bisher noch nicht gemutet, Gott sei Dank. Okay, boah, echt. Ich musste das echt mal. Dieses Monster eben, das war nicht geil. Das war echt, das war nicht lustig. Das war überhaupt nicht lustig. Das muss ich mal überlegen. Krass, ist noch ein Bild von ihr? Vielleicht muss ich auch alle Bilder entdecken. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her.
monster. It's gone, right? Where is the studio? Famous suicide spot. Alter, ich habe das Mikrofon ja gar nicht an. Also nochmal. Im Nebel der sozialen Medien, Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Alle der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die bekannten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für diese Fotos zu bekommen. Alle Befragten hatten ein äußerst schlecht ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Je größer ihre Ängste und je niedriger ihr Selbstvertrauen waren, desto stärker reagierten sie auf positive Aufmerksamkeit. Die Erfüllung, die sie verspüren, wenn sie online ein Like bekommen, ist für Erwachsene kaum nachvollziehbar. Weiterhin stuften die Jugendlichen ihr Verhalten auch dann nicht als positiv ein, wenn sie dafür Anerkennung bekamen. Stattdessen fielen sie schnell in ihr verzweifeltes Streben nach Aufmerksamkeit zurück, um die Leere zu füllen. Diese schädliche Suche nach Bestätigung ist vor allem eine Gefahr für Jugendliche, die psychisch noch nicht reif sind. Ja, das ist das typische Phänomen bei Social Media. Likes, 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 Likes. Gerade die krassen, also die krassesten Menschen haben ja echt die schlimmsten Selbstwertgefühle. Ich finde das so krass, dass hier draußen, dass dieser Käfig weg ist. Ich war doch, das war doch alles Käfig eben hier draußen. Voll krass, ey. Alter. Alter. Achso, ne? Saufspiel. Jedes Mal, wenn ich Alter sage, könnt ihr ein Schnäpschen trinken. Ich würde schnell betrunken werden, weil ich sag echt oft, Alter. Das da unten ist die Selbstmord. Krasse Selbstmordrate. Kann ich hier rein? Ne. Ist auch von hier. Da war ich schon drin, oder? Was ist das? Was hängt denn da für eine Jacke? Wer hat denn hier gepennt? Alter, ist eine Matratze hier. Da bin ich geflüchtet. Da hat mich das Monster gejagt. Alles klar. Gehen wir mal in die Richtung weiter.
Wieso ist die überhaupt da reingegangen? Warum? Wieso war das Bild unscharf? Creepy. Maya. I hope you're all right. Creepy? Echt? Wie kommst du denn darauf? Alter. Ich werde bestimmt nicht mehr von diesem Vieh gejagt. Alter! Da kommt die mit dem komischen. Ist das nicht immer, wenn ihr so eine Nachricht lest, dass das Vieh plötzlich da ist? Oh Gott. Übrigens nochmal was College nachgedacht. Also, es sind ein paar Kiddies ins Krankenhaus. Ne? Kann ich eigentlich hochzoomen oder so? Ne? Wieso ist es eigentlich die ganze Zeit 17.45 Uhr? Ich latsche hier schon eine Stunde rum. Ich kann nicht. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Also, wenn man mal auf dem College ist, kommt man nicht mehr höher zurück. Nein, ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in Efe nicht nach Hause käme. Aber denk aber doch mal nach das College nach, okay? Oh, Smalltalk in einer widerlich gruseligen Villa. Kann man machen. Hab doch gehört, dass ich nichts kann. Das ist nichts für mich. Boah, ist das ein Wahnsinn. Studieren ist nicht mein Ding. Du weißt, dass ich hier helfe? Schon gut, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich dort überhaupt tun soll. Das ist nicht wahr. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Sei stolz darauf, wer du bist. Warte, was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen. Das könnte Arbeit bringen, oder? Ich bin nicht Maya, okay? Oh Gott. Die zweifelt ja an sich selbst, meine Fresse. Only doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Gern wissen, wie die Connection bei den beiden war. Also was da... Waren die zusammen? Waren die ein Paar? Waren die aber befreundet nur? Waren die sehr gut befreundet? Wieso ist die Musik so komisch? Gott, wieso wird die Musik lauter? Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh Gott. Oh! Oh fuck, ey. Jetzt weiß ich, was Tante Tani mehr meinte. AK trefft nix. Ich habe mich gedreht, wie bescheuert bin ich, den Rücken dahin zu drehen. Maya, are you here?
Mucke dazu noch, ne? Is this your studio? These Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life? So full of life. Maya? Ich trau mich nicht. Oh Gott. Why won't she reply? Where are you? Oh Gott. Am I going crazy? Was mache ich hier nur? Was mache ich hier nur? Komm, ich habe schon Azeroth-Spiele gespielt. Evil Within. What the fuck? Maya's death yet? Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? How could I forget that? Right, Anita? Hello? Hello?
Ethan. Who's this? Find it. Who? Es wusste ja, dass Maya tot ist. Das könnte mir schon denken. Fuck. Alter, das ist Monster bestimmt. Nein, da geh ich nicht raus. Da geh ich. Ach, die Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Nein! Oh, fuck. Scheiße, 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 du musst lang. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ah! Scheiße. What the fuck? Ja, what the fuck, kannst du aber laut sagen, Alter. Even more followers. No one is ever going to notice me. The villa? But why didn't I die? Ey, Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich jetzt da zurück. Hast du es gefunden? Was gefunden? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast.
Bist das wirklich du, Maya? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Maya ist tot, du bist nicht sie. Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Was zum Teufel ist das? Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Alter! Sag es mir! What the fuck? Ich bin an der gleichen Stelle wieder, oder was? Alter! Oh no, my battery. Ah, schön. Habe ich jetzt kein Licht mehr, oder was? Rüberrutschen hier. Mein Facecam. Zack. Besser. Alter, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, danke, dass jetzt das Licht drin ist. Bad Girl. Gets an empty plate. What? Bad girl gets an empty plate. Wo kommt der Scheiß her? Oh Gott, diese Puppe. Du bist schuld. Lampe, ey, Alter. Aber die ist doch gesprungen, oder? Wo ist das Bild hin? So, die Tür aufgegangen. Alter, da ist doch gerade die Tür aufgegangen, oder? Da ist doch echt gerade die Tür aufgegangen. Alter, Alter, Alter. Warum nur? Warum tue ich mir das an? Echt wieder raus, ne? Alter, ich piss mir jetzt schon ins Hemd wieder. Oh. Alter! Alter, ich bin erschrocken. Mal kurz hier hinten hin. Ich guck mir das gleich an. Ja. Wait, it's back on. Fick die Hände, aber.
How could somebody do this? Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Was ist das? Ah! Ah! Scheiße! Gott! Oh Gott! Meine armen Nachbarn. Psch. Alter, fuck, ey. Boah, Alter. Oh Gott. Alter, die stehen ja überall. Nee, das ist nicht für mein Herz, ey. Das ist nicht für mein Herz. Das mache ich nie wieder. Das ist ja auch so einer. Oh Gott, warum gehe ich da nur hin? Ich soll es einfach lassen. Ich sollte es lassen. Oh fuck, ey, was ist das? Kann ich die zur Seite schieben? Da. Bleib mal schön da, ne? Amelie, echt jetzt? This is just like before. Entschuldigung für die späte Antwort, bin eingeschlafen. Geht's dir gut? Gut genug, um aus dem Bett zu kommen. Entschuldige, dass eine schlechte Freundin war. Ist Maya wirklich tot? Warum fragst du das? Bitte sag es mir. Ich kann auch nicht glauben, dass sie tot ist. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Sie schien völlig in Ordnung zu sein, bevor es passierte. Also ist Maya wirklich tot, ja? Anita, geht es dir gut? Hast du genug geschlafen? Einigermaßen. Ich nehme ein paar gute Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt mir nicht wirklich viel. You're so good to me, but you're leaving me behind. Es ist jetzt eine Minute später übrigens. Es ist jetzt 17.46 Uhr. Eben war es noch 17.45 Uhr. Maya hat dir wirklich nichts erzählt. Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Auch wenn sie mir nichts gesagt hat, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what did you think of the book? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You're right, you know.
really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Oh, okay. Letters. Oh, Scheiße, was ist das für ein Geräusch? Das ist Vieh, oder? Alter. Nein, bitte nicht. Okay, das haben wir schon gelesen. Das ist das Buch wahrscheinlich. Oder? Alter, ich will nicht hier rausgehen. Ich will auch nicht da rausgehen. Alter, das ist nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Alles deine Schuld. Alles. Du hast dieses Missstück. Du hast mir alles gestohlen. Meine einzige Freundin und meinen Platz in dieser Welt. Und es ist dir egal. Ich bin für dich unsichtbar. Ich hasse dich. Du bist nicht talentiert. Du bist nichts Besonderes. Dieses beschissene Gekritzel soll Kunst sein. Du kamst aus dem Nichts. Hast alles kaputt gemacht. Fick dich, 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 fick dich. Verschwinde, verfick nochmal aus meinem Leben, du Stück Scheiße. Schön. Das ist doch aufbauend. Medizinische Fakultät der Medizinischen Universität Deutschland. Einführung. Deutschland? Liebe angehende Studentinnen, willkommen an der Medizinischen Universität Deutschland. Das Ding heißt echt Universität Deutschland? Die MAD wurde 1709 gegründet und ist eines der ältesten und renommiertesten Institute Europas. Unsere hochmodernen Forschungsanlagen warten bereits auf Sie. Details zur Einführung waren 24. September 2021, 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Wo Audimax der Medizinischen Fakultät? Bitte tragen Sie eine Maske. This is for the college Amelie wants to go to. Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, was gelesen hat. Trotzdem, auch wenn sie gesagt hat, Herr Anita, hast du kurz Zeit, um zu reden? Ich werde nur vom Monster gejagt. Alles gut. Komm, erzähl. Klar, was gibt's? Du schienst wohl etwas verwirrt zu sein. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du es mich wissen lassen. Danke, aber es geht mir gut. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe. Ich will nicht stören. Nein, schon gut. Macht mir nichts. Hey, wir sollten mal zusammen shoppen gehen. Ich habe mein Haus seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen. Und mein Bruder kommt her. Ach so, alles klar bei dir? Ja, ich versuche nur, ihm so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja? Wir finden schon was Nettes für dich. Nein, schon gut, ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und an mir sieht sowieso nichts nett aus. Oh Gott, hör auf so zu reden. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Du siehst gut aus. Du musst nur das richtige Outfit finden. Alter, ist die Musik. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Ja, du bist auch echt hart mit dir selbst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn? Ist ja grausam. Oh, 23. Dezember 2020. Ich kann nicht mehr leiden, seit mein Bruder über Weihnachten zurückgekommen ist. Er ist nett zu mir und stört mich nicht oder so, aber ich halte nicht aus, wie er mich anstarrt. Ich weiß, dass er mich damals bestimmt nur geärgert hat, aber seitdem habe ich Angst vor ihm. Deswegen hasse ich es auch, wenn mich Typen angucken. Ich kann nicht fassen, wie viel Haut andere Menschen, Mädchen in der Schule und in der Stadt zeigen. Oh Gott. So langsam habe ich meinen Lernrhythmus gefunden. Meine Testergebnisse fallen echt gut aus. Februar 21. Ich mache mir nur Sorgen, weil sich meine Eltern in letzter Zeit viel streiten. Genau wie heute.
Ich habe Mama gefragt, woran das liegt, aber sie wollte es mir nicht sagen. 11. Mai 21. Morgen ist die Prüfung. Mama hat gesagt, dass ich stolz auf mich sein kann, weil ich so hart gearbeitet habe. Also fühle ich mich super. Sie ist zwar nicht meine echte Mama, aber sie liebt mich, genau wie ich sie. Mama, ich schaffe das morgen mit Links für dich und Papa. Oh Gott, was für ein gruseliges Plakat. Boah. Hier muss auf jeden Fall auch jemand schnell raus. Stay home alone! Vielleicht hier drin gelebt? Vor allem, wieso ist da noch alles? Rechner, Laptop, wieso ist der ganze Kram da noch? Das ist, als ob es irgendwie nach einem Weltuntergang war oder so. Also nicht mehr, aber so Apokalypse halt. Oh, 17. Oktober 2020. Ich kann mich eigentlich aufs Lernen konzentrieren, also mache ich vielleicht die Nacht durch. Das ist zwar schlecht für meine Haut, ich höre schon, wie sie mich Troll oder Nerd nennen, aber das ist mir egal. Ich muss es auf die Hochschule in der Stadt schaffen. Mama und Papa zählen auch auf mich. Ich werde sie stolz machen und es auf Anhieb schaffen. Also dann Bücher auf und los. 9. November 2020. Papa hat heute davon geredet, dass die Stadt erneuert werden sollte. Sie wollten alles mit Geld aus China aufhübschen, aber die Pläne sind wegen Corona ins Wasser gefallen. Klar, es wäre cool gewesen, wenn alles geklappt hätte. Aber selbst dann hätte ich mir nicht vorstellen können, zu bleiben. Nicht hier. Selbst als ich noch klein war, war diese Stadt nichts Besonderes. Es gibt nichts zu tun. Die Gebäude sind uralt. Wir leben eben in einem Kaff. Meine Zukunft liegt nicht hier, sondern in der Stadt und im Hochschulleben. Von meiner Aufnahmeprüfung nächstes Jahr hängt alles ab. Ich muss weg, bevor mein Bruder zurückkommt. Oh Gott, was ist mit dem Bruder gewesen? Was ist gewesen? Das ist echt krass. Krass. 24. August 21. Ich habe heute mit der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Ich bin so froh. Ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich werde beim Lernen richtig ranklotzen, die beste Tochter überhaupt sein. Vielen, vielen Dank für alles. September 21. Mama und Papa brüllen sich an und es fällt immer wieder das Wort Insolvenz. Meinten sie nicht, dass sie zurechtkommen, auch wenn die Erneuerung flach fällt? Also sind sie jetzt pleite, oder? Heißt das, dass ich nicht auf die Hochschule kann? War die harte Arbeit umsonst? Niemals. Lass mich nicht allein, Mama. Ich kann nicht hierbleiben. Nicht mit meinem Bruder. Ey, was ist mit dem Bruder? 23. September 21. Mama ist gerade ausgezogen. Sie hat gesagt, ich soll hier aus dem Weg gehen. Ich muss hier weg. Ich will einfach verschwinden. Aber wohin? Das ist alles ein böser Traum. Nur ein böser Traum. Amelie hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Schülerin tot aufgefunden. Möglicher Selbstmord. 25. September 21. Oh Gott. Am 24. hat ein Anwohner gegen 10 Uhr beobachtet, wie eine 18-jährige Schülerin in Kettenstadt vom Dach eines Wohngebäudes gefallen ist. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, ist dort aber 2 Stunden später verstorben. Der Schule zufolge war das Mädchen verzweifelt, weil es wegen Schwierigkeiten im Elternhaus nicht auf eine Hochschule gehen konnte. Sie hat keine Nachrichten, auch kein Tagebuch hinterlassen, doch die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Alter, das war die... Amelie's not like this, though. Right? Vielleicht ist Amelie ja auch tot, Schatzibär. Ich will da nicht rausgehen.
Alter, das ist bestimmt wieder ein Monster. Fuck, ey. Oh Gott. Alter, das ist das schlimmste Spiel, was ich je gespielt habe, ne? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Pff, ich muss mal Tante Tani das schreiben, ey. Hey, Tante Tani, ich spiele gerade dieses Silent Hill, ne? Also ich stream das auch gerade. Ich habe mich schon zweimal so verfickt scheiße erschrocken, ne? Ich sag nur Tütenmenschen, also Tüte auf dem Kopf Menschen. Alter, ich trau mich hier kaum weiter, ne? Ich habe so einen Schiss, ich habe so einen krassen Schiss, ne? Oh. Von hier kam ich, oder? Oh Gott. Das Geräusch ist nicht gut. Alter! Da war doch eben das Gitter, oder? Wollen die mich verarschen? Da war doch eben noch das scheiß Gitter. Nein, da kommt es wieder. Oh fuck. Oh Leute, bitte mach das nicht mit mir. Warum gehe ich da überhaupt hin? Warum gehe ich überhaupt ins Licht? Warum mache ich das? Ich bin so blöd. School. Oh, fuck. It won't open. Oh, Gott. Nein zu Drogen, im Ausland studieren. Ich finde es faszinierend, dass sie über diesen deutschen Kram drin haben. Neuzugang, Öffnungszeiten. Die Tür geht schon mal nicht auf. Ich traue mich auch gar nicht, irgendwie wegzugucken, ne? Ich traue mich echt nicht. Scheiße, ey. Fuck. Oh. Fuck. Ich will nicht. Witch? Freak.
I can't read this. Warum kann ich das nicht lesen? Ich muss hier durch, ne? Oh Gott, hier machen wir schon was Böses mit mir. Wird's locker. What the hell? Get out, you freak slut! Your art's fucking weird! You're a freak! God, you piece of shit! Oh mein Gott! Ey, Alter, mach sowas nie wieder! Alter! Ich bin so erschrocken! Alter! Alter, ich hätte diesen verfickten Soundalert falsch hinterlegt, ne? Das sollte eigentlich Moin Moin sein. Und irgendwie die ganze Zeit kommt dieser Scheiß plötzlich hier, Alter! Nachtfalke! Hi, wie geht's dir? Moin, moin. Alles gut. Dankeschön, danke. Oh. Oh, ich spiele hier Silent Hill. Dieses, oh, Short Message. Ist also, eigentlich geht das Ding nur 2 Stunden, ne? Aber ey, ich schleiche mich hier die ganze Zeit voran. Siehst du, wie lange ich ja schon online bin, ne? Ich küsse deine Augen, ja. Ich küsse ja auch gleich Augen. Ich trau mich gerade nicht. Ich trau mich gerade nicht im Schuh zu sehen, ne? Ja, ist das Laufen oder sowas? Nee, ne? Ist ja klar. Crazy! Shut your whore mouth! Ugly! Oh, Scheiße, ey. Die machen auch nicht Scheiße. Get out, you freak! Alter. Alter, wollen die mich verarschen oder was? Alter! Alter, sag mal, was hat das für scheiß Drogen haben die Entwickler genommen, ey? Gar nicht gut. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh nein. Fuck. Ich muss hier raus. Nein, wo ist es? Oh Gott. Alter Falter. Ey, Alter, was ist für eine kranke Scheiße hier? Alter. Oh, ey, ich spiel wieder SpongeBob, ne? Ich spiel echt wieder SpongeBob. Das war mein erster Tod. Du bist schuld. 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 Alter, ey.
Du bist schuld. Oh. Alter. Alter. Vielen Dank für was auch immer du gerade gemacht hast. Oh, was blinkt dir gerade auf? Ich bin Nubi, ne? Ich bin absoluter Nubi. Oh. Alter. Okay, nochmal. Ey, Alter. Oh, lass mich doch zufrieden, du blödes, scheiß, verficktes Blumenmumienmonster. Okay, laufen, 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 laufen. Bitch, lauf, Bitch, lauf. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das Mistvieh? Alter, lauf, lauf, meine Fresse. Hast du was von Laufen gehört? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Was ist das scheiß Level? Au, oh, Gott. Oh Gott, egal, ich muss hier rein. Alter, kranke Scheiße, kranke Scheiße. Kranke Scheiße. Noch mehr kranke Scheiße. Alter, was für kranke Scheiße. Oh fuck! Wie komme ich aus der Scheiße wieder raus, Mann? Ich hasse das, ich hasse das. Ich hasse sie so sehr. Ah! Fuck! Zweite Mal. Alter. Du bist schuld. Echt, du bist schuld. Alter, ey. Oh. Dieses verfickte Vieh. Dieses verfickte Vieh. Kann man eigentlich sehen hier meine geile Tasse? Mein niedliches Einhorn hier. Ich hasse Menschen. Nee, ich war extra pissen vorher. Boah, wenn ich wenigstens wüsste, wo ich lang gehen muss, weißt du? Oh Gott, okay, nochmal ab, neu. Nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, es ist echt nicht gut. Was mache ich hier? Lauf doch mal, sag mal. Ah! Meine armen Nachbarn, ey. Diese Äuglein überall, ich krieg die Motten, ey. Hier war ich doch schon mal, oder? Ich bin im Kreislauf. Ich bin im Kreislauf. Wo ist das Mistvieh? Ah, ich bin im Kreis gelaufen. Nein. Boah, kann das jemand verpissen, ey? Bitte. Nein! Jetzt geh doch mal da rein, sag mal! Alter! Du bist wieder im Kreis gelaufen, ne? Sag mal, wollt ihr mich verarschen, oder? Hier lang. Ah! Oh Gott, nein, da war ich jetzt. Ich muss hier lang. Oh, bitte. Licht zeigt mir den Weg. Licht zeigt mir den Weg. Na ja, super. Hat er viel gebracht. Hier war ich doch schon mal. Alter, es sieht alles gleich aus. Alter. So eine Kackscheiße. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Alter, hier war ich doch schon mal. Ah! Oh Gott, das Auge. Alter. Hier war ich auch schon mal. Ey, fick die Hände, fick die Hände, fick die Hände. Aber richtig hart, ne? Fick sie hart, die Hände. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt es, da kommt es, da kommt es, da kommt es. Da kommt es, da kommt das Mistvieh. Alter, hier war ich doch auch schon mal. Lass mich durch hier! Lass mich durch! Ah, lass mich durch! 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 Lass
dreimal jetzt schon, ne? Weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Oh, vielleicht soll ich mal links laufen oder so ein Scheiß. What am I supposed to do? Ficken? Nee, gibt's kein Ficken. Oh, Alter, ey. Okay, Switch. Lauf. Lauf. Hier lang. Hier rein. Okay, wir laufen. Rechts. Rechts. Geradeaus. Wieso hört das Vieh schon hinter mir? Rechts. Rechts. Ah! Nein, 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 nein! Oh Gott! Lass doch mal die Tür! Mach die Tür auf! Oh Mann! Alter. Alter, ey, was machst du denn für obszöne Sachen? What did I do to deserve this? Scheiß auch echt nicht raus, ne? Ich werde erst rein. Zack. Kranken Augen, Scheiße, ey. Alter, ich schwör's hinter mir, ich schwör's hinter mir. Oh! Was macht man hier lang? Ach, das ist der Kreisverkehr auch schön hier. Ey, was habe ich denn für Emotes hier drin? Das geht ja gar nicht, ja. Oh, Alter, ey. Ich will einfach nur raus. Ich will doch einfach nur scheiße raus hier. Lauf, du bist... Oh, lauf nicht da lang. Wieso kommen wir nicht weiter? Was ist da ein Bitch-Scheiß hier, ey. Guck mal. Das sieht doch alles gleich aus. Das sieht doch alles gleich aus. So. Ich muss doch irgendwie rausgehen aus diesem Saftladen. Come on. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh. Why are you chasing me? Not again. Not again. What did I do to deserve this? Und tote Menschen schreiben mir übrigens. Finde es. Was soll ich finden? Finde es. Oh, sag mir einfach, wo ich suche. Finde es. Alter. What the fuck am I supposed to find? Alter, what the fuck, ey? Wieso ist das Bild? Ist das ein normales Bild jetzt hier, oder was? Alter, ey. Ich muss nochmal untersuchen, ne? Ja? Das bin nur ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso gibt es jetzt ein Bild von mir? The girl in this picture is Amelie.
Ich wusste es, Amelie ist auch tot. Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Die ist auch tot. 1. Januar. Ich bin seit heute Morgen nicht besonders gut drauf. Ich wollte mich mit Graffiti ablenken, aber ich war nicht bei der Sache. Vielleicht, weil Mama und ich uns gestritten haben. Eher nicht. Kam ja schon öfter vor. Ich weiß schon lange, dass hier andere Dinge wichtiger sind als mir. Liegt es daran, dass sich meine Mitschüler geärgert haben? Unwahrscheinlich. Sie kennen mich nicht. Sie lassen nur ihren Ärger an mir aus. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe, oder? Warum fühle ich mich so? So ging es mir noch nie. Oh Gott, Alter. Na toll, jeder, der jetzt hier in den Chat kommt, muss erstmal, wird erstmal dieses Emoji da lesen. Sehen, lesen. Boah, ich will nicht da rausgehen, ey, Alter. Ey, ich will nicht da rausgehen. Wieso komme ich nicht mal raus? Was ist das für ein Saftladen? Hallo, ich will raus hier. Das schon mal angeguckt. This guy looks familiar. They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. Hm? What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Maya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Ja, das kann passieren, ne? So, kommt ja raus aus dem Laden jetzt hier. Ach, jetzt geht die Tür wieder auf, oder was? Alter, ich kann mich doch verarschen hier. Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Library. So, I'm back at school. There's no beauty in any of this. Oh, sorry. I was just thinking about something. I borrowed that book you wanted. I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Now I have to search the book. Okay, untersuchen. Das von einer Hexe verfluchte Kettenstadt. Böse Magie für Probleme der Stadt verantwortlich. Kettenstadtsbevölkerung. Dieses Kuhkauf wird als Kettenstadt, ne? Also, einen beschissenen Namen kommt man sich echt nicht dafür aussuchen. Kettenstadtsbevölkerung schrumpft nach wie vor rapide. Die Geburtenrate liegt bei 0,7%, was auch immer. Also unter der Hälfte des deutschen Durchschnitts 1,6%.
Die Fehlgeburten liegen hingegen bei 31%, mehr als den Doppelten des Durchschnitts, 15%. Die Wirtschaft liegt in Trümmern und die einst aufblühende Industriestadt ist schon zweimal in ihrer Erneuerung gescheitert. Einige Forscher, die sich mit dem Okkulten befassen, vermuten eine Hexe als Ursache für den Abschwung von Kettenstadt. Die Hexe war Japanerin, die die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in den 1930ern mit ihrer Hellseherei beeinflusst hat. Die Forscher glauben, dass sie gejagt und ermordet wurde. Vor ihrem Tod sollte die Stadt in der Flucht belegt und ihr Wachstum damit erstickt haben. So, it is a curse. But why me? Why do I have to be cursed like this? Oh, das sind die andauernd hier. Finde es. Sag's mir, ist das ein Fluch? Finde es. Find what in a place like this? Kommst du gerade von der Schicht? Also hast du gerade Schichtende? Das ist immer so Schichtdienst, ne? Nachts. Ich habe übrigens auch mal dieses andere Spiel, wenn man anders gesehen, dieses Still Bliblablub, ne? Auf der Bohrinsel. Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Ich habe ja echt Probleme eigentlich mit so Ego-Perspektiven. Also wenn ich mich zu schnell bewege, wird mir schlecht. Typische Motion Sickness. Aber ich glaube, ich könnte mir das auch mal angucken. Also angucken kann ich mir sowieso, aber spielen... Na, ich gucke euch lieber zu beim Spielen. Das macht mir ja Spaß. Zumal ihr siehst ja, ne, wie ich mich hier erschrecke die ganze Zeit. Ich würde nur krepieren die ganze Zeit. Muss ich das scheiß Buch jetzt hier finden oder was, ey? Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. No way. Sehr schön, Wochenende und Sonnenschein, so muss das sein. German. Trick or treat, was ist das für Bücher hier, ey? Ich trau mich gar nicht, mich umzudrehen, ey. Als ich das mal umgedreht habe, war das scheiße, ne? Okay, alles gut. Ist aber trotzdem scheiße, als ich das letzte Mal umgedreht habe. Da scheinen mir diese ganzen Typen hinter mir, mit diesen Tüten auf dem Kopf. Bis Dienstag, 14 Uhr. Boah, ey, Schichtdienst ist ja gar nichts für mich. Ich habe früher auch in der Schicht im Schichtdienst gearbeitet, also als Veranstaltungstechnikerin. Und auch, ne, immer hier so Arena, Aufbau, Abbau, Konzerte, Aufbau, Abbau. Ey, irgendwann, die haben uns, oder an der Messe, da haben es immer so 10 Tage Schichten gegeben. Und da haben sie mal so, länger darfst du nicht, weil ansonsten kriegst du Depressionen. Ich so, ja, ich krieg eh schon Depressionen, ne, bei dem Job. Weil ich allein mal die Bezahlung sehe, ich krieg schon Depressionen. Aber das war echt ätzend. Ey, nachts arbeiten, tagsüber irgendwie kaum pennen. Dann kommst du total geriert wieder zum Job. Und oh, das war echt nichts für mich. Ich brauche meine Regelmäßigkeit. Oh, warum? Warum machst du sowas? Warum? Es ist auch bei dem Spiel so, ne? Du drehst dich irgendwo hin, dann drehst du dich zurück, dann ist da irgendein Scheiß plötzlich. Oder irgendwas fehlt. Irgendein Tor ist plötzlich offen. Und so wusste ich, dass mich das Vieh gleich jagt. Ich trau mich gleich zurück. Okay. Spielst du denn auch das Ding weiter? Also hier dieses Still Bliblablub auf der Bohrinsel? Geh mal schneller. Fick die Hirne. It's like that other school. Why does this always happen? I've never seen Maya like that before.
Ach, hör auf so zu reden, du bist viel zu hart. Ja, der hat ein mega krasses, beschissenes Selbstbewusstsein. Geht es dir gut, Anita? Du hast nicht geantwortet, also habe ich mir Sorgen gemacht. Ich glaube, Amelie ist auch schon tot. Maya ist tot, Amelie ist tot, sind alle tot, mit der sie gerade quatschen da. Entschuldigung, ich habe gerade an Maya gedacht. Keine Ahnung, ob du das weißt, aber Maya wurde in der Schule gemobbt. Ich weiß. Ich war eine von ihnen. Aber sie meint, es geht ihr gut. Ich dachte, ihr sollt die Sache in Ruhe lassen. Doch dann war es zu spät. Tja, da sieht man's mal. Warum hat sie nichts gesagt, bevor sie starb? Ich wünschte, sie hätte mit mir geredet. Vielleicht hat sie mich als Freundin gesehen. Perhaps. Echt, du hast das durchgenudelt? Wolltest du nicht irgendwie eigentlich, aber das Stream war doch vorbei, oder? Bin ich da rausgegangen? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber wolltest du nicht irgendwie das spielen und dann irgendwie musst du irgendwie zur Arbeit, irgendwie bei Blub oder wegen Schichtdienst irgendwie? Boah, ein bisschen suchtig, ne? That's not true. Wo kommt denn dieser ganze Dreck her? Das war vorher nicht. Oh Gott, so eine verfickte Scheiße, ey. Dieser ganze Scheißdreck, das war alles eben nicht. Oh, fick die Hände, ey, fick die Hände. Diese ganzen Hartabdrücke, ey, fick die Hände. Oh, ey, Alter. Alter, ey. Ey, die Japaner, die machen so kranke Scheiße immer, ne? Das geht gar nicht, was die machen. Tagebuch, Schätzchen. Komm, lies mal. Ach nee, Lüge? What? Ich lüge nicht. Ich lüge nie. Das war gelogen. Oh, ich hasse wieder durch. Oh, bitte nicht, ey. Oh, bitte nicht. Die geht nicht auf. Wie sieht's denn aus da drinnen? Alter, wieso geht die Tür nicht auf? Ey, wenn ich mich jetzt umdrehe, ne? Und dann ist da auch ein Scheiß. Boah. Okay. Maya's locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Nicht machen. Was wollen die von mir? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Muss ich jetzt einen Locker suchen oder was? Ah, hier ist meiner wahrscheinlich. Amelie. Amelie's Locker. Yes. It's just a novel. Wait a sec. Kann ich davon was nehmen? Oh Gott! Hier kann ich nichts nehmen? Okay. Ah, mein Locker ist da wahrscheinlich. Ist das meiner? My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Hier wieder Spinnkombi ist, ey. Steht das hier irgendwo? Alter, woher soll ich wissen, wie die Spinnkombi ist? Ey, das weiß ich doch nicht.
Keine Ahnung. It won't open. Boah, ey, keine Ahnung, hier 19... Wann hat die Hexe den Scheiß gebaut? 30, ne? Okay, wie kriege ich raus, wie der Splitter aufgeht? Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Irgendwo, irgendwo. Neuzugänge, Zentralmuseum, alle Wege führen nach Rom. Finde es. Gibt es noch mehr, was ich machen kann? Nee, ne? Du musst ins Bett. Ja, ey, cool, dass du reingeschaut hast. Vielen Dank für... Hast du mir Bits geschenkt oder was, ey? Alter, wieso das denn? Ach, Quatsch, mach doch nicht so einen Scheiß, ey. Nein, du musst nicht sowas machen. Bitte nicht. Danke dir. Danke, danke. Oh, was auch immer es ist. Ich bin doch der Nubi. Ich brauch sowas nicht. Bitte nicht. Danke. Schlaf schön, ne? Schlaf auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich werde nicht schlafen hier nach. Ich habe mich irgendwo in der Decke verkriechen und Angst haben. Danke, danke, danke. Sleep well, farewell. Sleep well. So, ich will jetzt mal rausfinden, wo der komische Locker hier aufgeht. Ansonsten frage ich da einfach gleich Dr. Google. Ach, vielleicht muss ich auch erstmal hier durchgehen. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Scheiß da drin. Ey. Eins, warte mal, eins, null, eins, null, zwei, eins, null, zwei. Scheiße, eine Zahl fehlt mir noch. 1, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 3. Okay, jetzt ist die Frage, welche Richtung, welche Reihenfolge, ne? Ich sag mal 2, 1, 0, 3. Mann, oh, hier. Fick die Hände, ey. Okay. 2, 1, 0, 3. Okay, das ist schon mal nicht scheiße. Eins, null, drei, zwei. 0. Ist das echt 0132? Ey, bitte nicht, ne? Ne. Okay, 3210. Okay. 103.
2. Fährt auf die Reihenfolge 2301. Mann! I know what's inside, and I can't look away. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment, simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Alter, liebe Amelie, weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass ich wie eine Kirschblüte sein will? Einen flüchtigen Moment lang wunderschön sein, indem ich das Leben loslasse, mich trauen zu blühen, auch wenn die Blüte vergehen und in lebhaften Farben fallen wird. Ich wünschte, ich könnte so leben. Ich möchte wahre Schönheit erleben, nur einen Moment lang. Ich habe jemanden getroffen, dem ich mich anders fühle. Er zeigte mir eine neue Welt und schenkte mir Hoffnung. Ich dachte, er würde mir helfen, ein neues Ich zu finden. Ich habe es von Herzen gefühlt. Aber wir wurden nicht verstanden, nicht gewollt. Am Ende haben sie meine Hoffnung genommen. Sie haben mir ihn genommen. Leute, die nie schön sein werden, suchen Trost bei anderen. Sie fürchten jeden, der anders ist. Hassen ihn, wollen ihn niederringen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich wünschte, wir können zusammen weglaufen. Amelie, nur du und ich, Maya. Maya. She was asking Amelie for help. But I just... Maya, you have everything. You're way more talented than me.
So, why? Why take Amelie from me, who acted like I wasn't even there? Amelie is my friend. She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. Oh, fuck. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Oh, fuck. Sie hat sie in den Selbstmord getrieben. Sie hat sie gemobbt und in den Selbstmord getrieben. Oh Gott. Ich muss mal eine kleine Pause machen, Leute. Ich werde aber die Mucke anlassen diesmal. Und Bikini ausmachen. Weil die Mucke vielleicht gerade ganz nice. Bis gleich, Leute. See you soon. Okay, ich muss euch erstmal verdauen. Echt krass. Es zieht Schuld daran. Dann hat wahrscheinlich deswegen Maya sie in das Haus gelockt, um an ihr Rache zu üben. Weil sie sie in den Selbstmord getrieben hat. Alter Falter. Oh fuck. It's all your fault. Tja. Alles deine Schuld. Deswegen auch immer, es ist alles deine Schuld, alles deine Schuld. Okay, wir müssen durch diese Tür gehen. Oh mein Gott.
aber so schnell kann das gehen, ne? Das ist echt, wenn du nicht überlegst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum, warum? Oh Gott, warum, warum? Makita, warum, warum? Ich will hier nicht lang. Hinter mir. Warum? Warum? Mach das Monster das mit mir? Warum? Gott, die ganzen Bilder. Alter. Ich bin in die falsche Richtung. Geil, ich war hier schon mal. Oh Gott. Scheiße. Verfickte Scheiße. Nicht meine Rache, meine Fresse, ey. Oh Gott, ich werde nie wieder jemanden, ich werde nie jemanden mobben, wenn das mich erwartet. Nie. Oh Gott. Kleine Miststück. Alter. Ist echt sauer auf mich, ne? Are you here to punish me? Ja, Alter, was glaubst du denn, Alter? Du hast dir den Selbstmord getrieben. Komm mal runter, ey. Ich weiß nicht, wo lang. Oh Gott, ist hinter mir. Ich spüre es. Oh, ich will sterben. Ich bin echt verdorrt. Da lang. Da lang. Alles klar. Ah! Oh Gott! Nein! Ich war fast da. Forgive me, Maya! Ich glaube, die vergibt dir nicht. Oh, fuck. Aber man gewöhnt sich dran. Lauf, okay.
keine Lichter oder so ein Scheiß, ne? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, 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 Alter. Rein da! Lauf, 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 lauf! 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 Mein Gott, jetzt lauf doch mal! Alter! Ewig machen, Alter. Oh Mann, ey. Oh. Warum komme ich da nicht schnell genug rein? Warum? Oh, das kann doch echt nicht sein. Ich muss doch da irgendwie schnell genug reinkommen. Ah!
besser. Komm, 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 komm. Das ist ja auch falsch, wer es nicht geschnallt hat. Ich muss da lang. Ich frage jetzt mal Dr. Google. Ich frage jetzt Dr. Google. Ich muss mal ganz kurz was testen, was jetzt hier rauskommt. Alter. Run. Das ist doch voll der falsche Befehl. Was machen die für Kacke da, ey? Egal. Oh. Oh Mann, oh. Ich frage es mal den Mr. Bot. Silent Hill. Message. Walkthrough. School Locker Combination, Chase 4. Okay, Chase 4.
Start following the direct path until you run into the monster coming at you from behind the door. Turn around and run exactly the opposite way, escaping the monster. And through the starting door, this path will lead you back into the main corridor. We will need to take the left turn and go through door 12. Alter, ey, die haben ja voll die krassen Pläne hier, ey. Ich weiß es nochmal. Jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one
In the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Well, wait, wait. Anita, calm down. Oh, God. Wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich bitte an Experten, die dich professionell beraten, unterstützen oder mit sie dich behandeln, um Selbstverletzungen und Selbstmord vorzubeugen. Wenn du Soforthilfe brauchst, wende dich bitte an eine örtliche Notfallhotline oder ein Krankenhaus in deiner Nähe. Wenn du merkst, dass jemand in deinem Bekanntenkreis Probleme hat, sprich mit dieser Person. Ein mutiger Schritt kann Leben retten. Und es ist wirklich so. Es ist heutzutage so. Gerade in der Social-Media-Welt ist das so krass, wie schnell sich Menschen schlecht fühlen, hässlich. Ja, und richtig krass gemobbt werden. Also Cybermobbing ist das Nonplusultra heutzutage. Finde ich schon krass. Jumped off the building. Du kommst aus dem Gebäude nicht mehr weg. Alter. Huh? Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Dass die Hölle ist, ne? Finde es. Wie kann ich dazu bringen, mir zu verzeihen? Bitte, Maya, sag es mir. Warum sagst du nichts? Oh Gott. Ich muss meine Leiche hin. Tagebuch, 4. Februar, ich bin aufs Dach der Villa gegangen, muss dann das Mädchen denken, das sich hier letztes Jahr umgebracht hat. Wobei sich hier ja viele Mädchen das Leben genommen haben. Und angeblich waren alle Teens. Mittlerweile ist dieses Dach bekannt dafür, dass Leute hier umbringen. Als ich mal geguckt habe, wurde mir klar, wie weit oben ich war. Der Gedanke an einen Windzug, der mich aus dem Gleichgewicht bringt, machte mir ein flaues Gefühl. Hatten sie keine Angst? Was ging ihnen durch den Kopf? Sprangen sie vor etwas weg oder zu etwas hin? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, oh nein. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Zu gehen. Alter, die ist echt sauer. Die ist richtig sauer auf mich. No future. Hier bin ich gekommen. It's locked. No hope. No future. Geh mal in No Hope rein.
Alles klar. Silent Hill Phänomen. Die Suizidrate ist auf der ganzen Welt gestiegen, was maßgeblich mit dem unsicheren Umgang der Landesregierung mit der Covid-19-Pandemie und ihren Auswirkungen in Verbindung gebracht wird. Während dieser schweren Zeiten kam in vielen Gebieten auch ein seltsames Phänomen zum Vorschein. Betroffene behaupten, aus buchstäblich heiterem Himmel Nebel zu sehen und verlieren kurz darauf das Bewusstsein. Mittlerweile wird das Silent Hill Phänomen bezeichnet. Wurde somit nach vergleichbaren Vorfällen in der gleichnamigen US-Stadt benannt. Dr. XXX, ein Sozialpsychologe von der Universität XXX, hat eine erste Theorie zur Ursache dieses Phänomens geäußert. Er sagt, für jemanden, der psychisch instabil ist, steht Nebel für Unsicherheit und Sinnestäuschungen. Unter starkem Stress kann sich die Stadt verdunkeln. Oder ein regelrechter Tunnelblick entstehen, als würde man durch Dunst warten. Soziale Verunsicherung und Zukunftsängste manifestieren sich häufig als Nebel, wodurch die Grenzen zwischen Illusion und Realität verschwimmen. Mit jedem Tag mehren sich die Fälle des Silent Hill Phänomens. Als Reaktion darauf fordert Dr. XXX die schnellstmögliche Rückkehr zum normalen gesellschaftlichen Leben und einen Fokus auf die psychische Versorgung von jungen Menschen. Kann man wohl sagen. Oh Gott, ich muss weiter, ne? No future. No exit. Alter! Fick die Henne. Fick. This is our living room. Oh fuck, dieser Husten, der kotzt mich an. Haben die auch mal in diesem Kackhaus gelebt oder was? Und 20. Dezember 2011. Wir stehen endgültig nicht mehr in Kontakt. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich dachte, ich hätte mein Happy End gefunden, aber es war nur ein Traum. Aber ich habe nicht alles verloren. Ich habe meine Kinder, meine süßen kleinen Engel, die Licht in mein Leben bringen. Ich hasse sowas.
Ich gehe immer wieder in das Wohnzimmer, oder was? Why won't you listen to a damn thing I say? Alter, was ist das für ein Geräusch? Tabletten? War die Mama Alkoholikerin oder was? Februar 2012. Mein neuer Mann ist heute vorbeigekommen, hatte Pizza dabei. Kinder brauchen einen Vater. Aber meine wollen ihn nicht. Er sah aufgebracht aus, als er gegangen ist. Hoffentlich hasst er mich nicht. 22. Februar 2012. Meine Tochter hat ein Bild von unserer Familie gemalt. Wir lächeln und halten Händchen. Ich wünschte, sie hätte ihn auch drauf gemalt. Vielleicht ist ihr nicht klar, dass er zu uns ziehen könnte. Sie ist etwas langsamer als andere Kinder. Bestimmt wird sie bald alle überholen. Ich weiß, wie man ein Kind erzieht. Ich bin eine gute Mutter. Im Gegensatz zu dem herzlosen Miststück, das mich aufgezogen hat. Ich werde meine Kinder nicht mit Hass und Angst erfüllen. Ich bin gerade kleiner geworden, ne? Oder? 7. März 2012. Er war wieder da, hatte Pizza von einem neuen Restaurant dabei, von dem er lachend geschwärmt hat. Meine Tochter hat die Pizza gehasst. Sie ist sehr wählerisch. Ich sollte ihr wohl beibringen, Dinge zu essen, die sie nicht mag. Ich wurde als Kind auch dazu gezwungen und fand es furchtbar, aber es hilft wohl nichts. 22. März 2012. Meine Kinder sind heute vor ihm ausgeflippt. Er kam erschöpft von der Arbeit und wollte sich nur entspannen. Seinetwegen fühle ich mich nicht so gut, aber ich kann ihm das nicht zurückgeben. Vielleicht bin ich nicht streng genug mit ihnen. Sie müssen verstehen, dass wir ihn brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist ja etwas hart, aber wenn sie eine Zeit lang kein Licht mehr sehen, erkennt sich ja das Licht in ihm. 12. April 2012. Er sagte, dass er sich kaum entspannen kann, weil das Klopfen an der Tür der Abstellkammer so laut ist. Wenn sie nur kurz still wären, wäre doch alles gut. Was stimmt mit ihnen nicht? Er kommt nicht mehr so oft wie früher vorbei. Ich muss mir etwas einfallen lassen, sonst sehe ich ihn vielleicht nie wieder. Fuck, ey, Alter, hat die Kinder echt in der Abstellkammer eingesperrt? Alter. Alter. I'm giving up my life for you! Oh mein Gott. Wie ekelhaft. Oh Gott. 9. Mai 2012. Oh Gott, das ist ja... Seit wir ausgehen, anstatt uns zu Hause zu treffen, läuft alles gut. Er hat sich Sorgen um meine Kinder gemacht, deshalb hat er ihnen ein paar Bücher und Spielzeuge mitgebracht. Das wird sie beschäftigen, oder? Ich bin in letzter Zeit so oft unterwegs, dass es zu Hause recht unordentlich ist. Ich sollte putzen, aber wenn ich zurückkomme, bin ich völlig erschöpft. 25. Mai 2012. Ich wurde vom Jugendamt kontaktiert. Irgendein herumschnüffelndes Luder oder Arschloch aus dem Gebäude hat gemeldet, dass in meiner Wohnung nachts ein Kind weint. Was wissen Sie schon? Er ruft in letzter Zeit kaum noch an. Werde ich für immer allein sein? Alle anderen genießen das Leben, während ich mir für meine Kinder den Arsch aufreiße. Warum soll ich hier die Böse sein? 15. Juli 2012. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich vielleicht gerade mit Freunden den Sommerurlaub planen. Mittlerweile ist alles egal. Ich krieche nur noch durchs Leben. Ich weiß, was in der Abstellkammer los ist, aber ich kann nicht hinsehen. Ich will doch nur glücklich sein. Was ist daran verkehrt? Ich bin durch mit all dem. Boah, Alter, was hat die getan? Thank you.
Frau Krista Plennert. Wir haben mehrfach erfolglos versucht, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Wir müssen nun davon ausgehen, dass Sie nicht vorhaben, etwas gegen den Sachverhalt zu unternehmen. Folglich verstoßen Sie gegen Artikel 1631 Absatz 2 des BGB. Das Bundesgericht hat uns damit beauftragt, Ihre Kinder in unsere Obhut zu nehmen. Bitte wenden Sie sich schnellstmöglich an uns, wenn Sie Einspruch erheben möchten. Frank Fischer, Jugendamt Kettenstadt. Alter, was hat die Mutter getan, ey? Was hat die Mutter getan? Ich muss noch was anderes finden, oder was? Stop. Da eingesperrt. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Leichnam eines Jungen im Kühlschrank gefunden, Mutter festgenommen. 4. August 2012. Am 4. wurde der Leichnam eines Jungen im Kühlschrank seiner 41-jährigen Mutter C gefunden, die daraufhin von der Polizei für das Verstecken einer Leiche festgenommen wurde. C behauptet, sie hätte ihren Sohn als Strafe mehr als einen Tag in die Abstellkammer gesperrt und ihn dann, nachdem er sich am folgenden Morgen nicht mehr bewegte, im Kühlschrank versteckt. Puh, Alter, ey, was eine Story. Boah, was eine Story. Sie behauptet, sie hätte ihren Sohn als Strafe mehr als einen Tag in der Abstellkammer versteckt. Die Ermittler führen eine Autopsie durch, um die Todesursache festzustellen. Den Ermittlungen zufolge ist die Tochter von C zu einem Nachbarn gelaufen, um die Polizei anzurufen und ihre Mutter wegen Vernachlässigung anzuzeigen. Als die Ermittler bei dem Haus von C ankamen, fanden sie den Leichnam ihres Bruders und verhafteten die Mutter, nachdem sie ihre Tat gestanden hatte. Alter. Fuck. Your daughter.
just like you. I'm cursed. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Was ist das nur für eine kranke Scheiße? Ich bin. Alter, ich bin so schockiert. Alter, der hat den Jungen im Kühlschrank versteckt. Wie krass, scheiße krank kann man echt sein bei sowas. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Oh mein Fett. Oh mein, leck mich fett, ey, wie kommt das? Das ist auch ein Scheißfrage, leck mich fett, ne? Ich will das nicht. Alter. Ja, töte mich. Wo muss ich hin eigentlich? Muss ich wieder zurück oder was? I'm sorry, Mom! Wieso eigentlich I'm sorry, Mom? Wo muss ich denn hinrennen? Wo muss ich denn hin? Oh, fuck. Ach du Scheiße. Okay. Alles gut. Töte mich. Alles gut. Alles gut. Was verdient? Töte mich einfach. Ist okay. Es ist okay. Du darfst mich töten. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, ich hab auch ein scheiß Leben gehabt, aber. Welcher Fotos mache?
You like what you see? Gott. I really like what you do. Kann ich denn da warten oder kommt es viel mehr hinterher? Ich würde es gerne mal ein bisschen so, ne, mitbekommen, den ganzen Scheiß. Die Nummer 1 haben wir. Vorbeigelaufen an dem Spiel, wie geil. Ich muss erstmal schaffen, ey. Wie ist hier? 206. Moment, Moment. 206, 206, 206. Wo ist 206? What you see? Oh God! Give it. Ich muss dazwischen noch Stopp machen. Das will die Sache nicht. Homily! Maya! Alles klar. Auf ein neues. Ah!
like what you drew me way back. Scheiße! Wir konnten das wieder plötzlich raus. Okay, ich bin in 206 rein. Alles klar. To the right. Hm? What's that? Oh, you like what you see? Da ist es. Ich muss mal kurz überlegen, wo ich lang gehe. Durchrennen. Okay, bis zur 5 nach hinten. Oh Gott, oh Gott! Ist das viel schnell! Alter Falter, ist das viel schnell! Ist das viel schnell! Alter, Alter, ist das viel schnell! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das viel schnell! Alter, ist das viel schnell! Alter, bitte, 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 bitte nicht! What are you hiding inside? Oh God! I'm sorry! I'm so sorry! Oh God! Ich bin jetzt 208 rein.
nicht wissen, wie viele Dinge ich schon habe, ey. Okay, 208 nach links. 206 wieder raus. Was ist das hier? Ah, da, oh Gott. Da stehen in so einer scheiß Ecke, ey. Passt ja nicht. Passt auch nicht schlecht. Zart elf, wirklich Zart elf, okay. Ich häng fest, ich kann kotzen. You're way too hard on yourself. Alter, ich hänge gerade fest, ne? Die drei. Eine Tür. 202. Wo ist die 202? Rein. Links, rechts. Okay, die Fahrer 2 ist zu, auch nicht schlecht. Jetzt ist das Fahrrad 1 auch zu. Februar. In letzter Zeit bin ich voll in meine Arbeit vertieft, denn ich sprühe die Mädchen, die sich vom Dach der Villa gestürzt haben. Ich möchte gerne glauben, dass sie jetzt an einem besseren Ort sind. Und vielleicht bin ich meine Verzweiflung endlich los, denn ich bin so inspiriert wie nie zuvor. Ich werde meine ganze Kreativität in das letzte Bild stecken. 4. März. Mein Dachgraffiti ist fast fertig. Das könnte mein Meisterwerk werden. Aber wenn es fertig ist, was dann?
Bin ich kreativ genug, um mir was Besseres einfallen zu lassen? Wie lange bleiben mir der Ruhm und die Anerkennung von meinen Fans noch erhalten? Warten hinter der nächsten Ecke Verzweiflung und Enttäuschung? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Entschuldigung, alles raus, es ist keine gute Zeit. Die Traurigkeit, die mich so fest im Griff hatte, ist wieder zurück. Sie war wohl nie weg. Wer weiß, wie oft sie mich noch überfallen wird. Allein bei dem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Vielleicht sollte ich das beenden, während ich noch glücklich bin. Und aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünschte, ich könnte mit irgendwem reden. Oh Gott. Beliebte Künstlerin tot aufgefunden, Ursache unbekannt. 13. März 2022. Am 12. wurde die beliebte Graffiti-Künstlerin CB mit wirklichen Namen Maya Elko Hindenburg gegen 13 Uhr in Kettenstadt zusammengebrochen auf dem Gelände eines Wohngebäudes aufgefunden. Sie wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Der Tod des 18-jährigen Mädchens ist nicht nur für die Bewohner der Stadt ein Schock, sondern auch für alle, die mit ihren Werken vertraut sind. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus. Doch da das Opfer beliebt war und ihrem Umfeld niemandem etwas an ihrem Verhalten aufgefallen ist, schließen sie Fremdeinwirkung nicht aus und leiten Ermittlungen in die Wege. Oh, Alter, habe ich die geschuppt? Wait. She killed herself half a year ago? Then that means I've been here this whole time? What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Oh Gott. Oh Gott. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Was ist das? I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me.
You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Anita, what's up? I'm sorry, Amelie. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you... and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita. I am here for you, Anita. Tolles Spiel. Echt ganz, ganz tolles Ende. Ist leider nicht immer so das Ende. Das ist leider wirklich nicht immer so. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love and for those who love me. I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Moving day.
It feels kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. Loneliness creeping to my skin, endless pain trapped in vain. When I sing, come a heroine, take me in your big wings. Fly, fly high, wide wings of hers I glide. Fly, fly high, ride. No more lies to hide. Come find out what I need to live on. You belong in my arms, got your home. Come home, flowers bloom now for long. Beautiful, sad what I am. Death will fall, don't leave me. Hold my hands now. Und nochmal, wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich bitte an Experten, die dich professionell beraten.
unterstützen oder medizinisch behandeln, um Selbstverletzungen und Selbstmord vorzubeugen. Wenn du Soforthilfe brauchst, wende dich bitte an deine örtliche Notfall-Hotline oder ein Krankenhaus in deiner Nähe. Wenn du merkst, dass jemand in deinem Bekanntenkreis Probleme hat, sprich mit dieser Person. Ein mutiger Schritt kann Leben retten. Ich finde es ziemlich geil, dass die das immer reingebracht haben. Also auch zwischen jedem Chapter. Es gibt ja drei Chapter, ne? Ich glaube, drei oder vier Chapter gibt es, glaube ich. Wenn wir mal kurz gucken. Zu machen hier. Es gibt drei Chapter. Chapter 1, Chapter 2 und das Final Trace ist drei Chapter gezahlt. Ziemlich geil. Also ich verstehe die schlechten Kritiken ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das Spiel richtig gut. Richtig gut. Was jetzt noch kommt. Oh. Am Ende kriegt man das Bild. Kapitel wählen, von dem aus das Spiel gestartet werden soll. Echt? Dann kommt Kapitel A. Das ist hier dann die Kapitelauswahl. Dann kannst du nochmal ein paar Sachen halt catchen. Ne? Also die Sachen, die man halt noch braucht. Also wie gesagt, ich finde das Spiel mega, mega gut. Ich habe mich echt oft, ich habe mir echt fast auf den Hosen geschissen. Ich kann, weil es ist for free, ey Leute, das Ding ist for free. Und ich finde, da haben sie sich echt Mühe gegeben, kostenlos so ein Ding rauszubringen. Das hat ja auch nichts wirklich mit dem Silent Hill zu tun, ne? Was geil wäre, wenn du irgendwo in einem Raum, wo kann man auch was anderes machen, irgendwie, das ist dann auch geil, wenn man irgendwo noch hier so, den Soundtrack sich reinziehen könnte. Okay, Ladies und Gentlemen und alle anderen da draußen, ihr Lieben, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen. Dieses Spiel hat mir echt Spaß gemacht. Ich muss den Sound ein bisschen leiser machen. Also, dieses Spiel kann ich nur empfehlen. Holt es euch kostenlos im PlayStation Store für die PlayStation 5. Ich habe jetzt hier 3,5 Stunden gespielt. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch ein bisschen geluschelt, ne? Also erstmal, ich habe echt Schiss gehabt. Ich bin um die Ecken gekrochen manchmal und bin auch nicht immer entkommen. Habe mal ein paar Anläufe gebraucht, um dem Vieh zu entkommen. Und, ja. Aber es lohnt sich total. Es lohnt sich wirklich. Es ist richtig spannend. Ich finde die Geschichte auch sehr emotional. Also, ne, wenn man alles so erfährt, was mit ihr los war, was mit der Mutter los war, das ist echt eine Hardcore-Geschichte eigentlich. Also, die eigentlich brauchen ja alle mal eine Therapie danach. Und ich finde es auch, gut, was sie gesagt haben, also dass man auch, ne, also das, dieser Zusammenhang auch vom Mobbing und Suizid und die Kids halt echt diese Likes haschen wollen und so, und wie sie sich echt klammern an diesen Social Media und das echt deren Leben bestimmt, ne? Dass sie wirklich das Selbstbewusstsein, es gibt ja so eine Theorie in der Psychologie, man hat so einen kleinen Selbstbewusstseinskrug, so ein kleines Krügchen, so ein Töpfchen, so ein Selbstbewusstseinstöpfchen. Das ist am Anfang bumsvoll. Als Baby kommst du auf die Welt, das Ding ist bumsvoll. So, und dann kommen Mama, Papa oder Freunde oder irgendwer anders und zapfen immer gerne was ab, so von wegen, du bist hässlich, was hast du für Scheiße gebaut, du hast nicht gut genug gelernt dafür und so weiter. Ne? Mit irgendwelchen negativen Dingen wird immer was abgezapft, also wird auch was aufgebaut, von wegen, das hast du super gemacht. Oh, das sieht aber toll aus, das Kleid. Oh, du hast schöne Augen oder irgendwas in der Art. Oder du kannst super geil Klavier spielen. Und Mensch, du bist so ein toller Mensch. Also eigentlich ist ein toller Mensch und wirklich, das hat er geschafft, das Töpfchen aufbauen. Und dann gibt es halt Menschen, die bauen sich dieses, die packen in dieses Töpfchen, füllen das Töpfchen auf, indem sie sich diese Selbstlob irgendwo holen. Durch Likes zum Beispiel bei Social Media. Und gerade bei Menschen, weil dieses kleine Selbstbewusstseinstöpfchen funzensleer ist, oder die vielleicht sogar so einen Knacks unten haben, ein kleines Loch unten haben, wo immer wieder was raustropft die ganze Zeit, durch ein Trauma, durch irgendwas, was passiert ist, eine PTBS oder sonst was, da kann so ein kleiner Knacks unten entstehen und läuft immer was raus, die ganze Zeit, das muss immer gefüllt werden. Und dieses Loch muss erstmal durch eine Therapie gekittet werden. Das Loch muss erstmal geklebt werden durch eine Therapie und dann läuft auch nichts mehr raus. Die ganze Zeit.
aber trotzdem muss es erstmal gefüllt werden. Und das versuchen halt viele Menschen durch so eine Social-Media-Kram halt. Ne? Also ich bin auch drin an dem Scheiß. Ne? Ich denke mir auch jetzt mal so, oh, so wenig Likes bekommen, so eine Scheiße, ey. Scheiß drauf. Sobald Menschen das liken, die dir wichtig sind, weißt du, die dir echt wichtig sind, ist das super. Dann hast du die erreicht, die du liebst. Die, die dich lieben, die du liebst, das ist komplett ausreichend. Das reicht total. So solltet ihr leben, meine Lieben. Ne? Es ist egal, ob Hanswurst oder Hinskunz oder, keine Ahnung, Tante Bertha um die Ecke das Ding liked. Das ist vielleicht ganz cool. Aber wenn das Menschen liken, die du liebst, dann ist es super. In diesem Sinne würde ich sagen, entlasse ich euch in diese wunderschöne Nacht. Es ist 3 Uhr. Es ist fast 4 Uhr. Und wie gesagt, ich kann das Spiel nur empfehlen, wenn es euch nicht triggert. Aber es ist wirklich ein kleines, ich würde nicht sagen, es ist ein Meisterwerk, aber es ist wirklich cool gemacht, auf jeden Fall. Ich hatte 3,5 Stunden unheimlichen Spaß damit. Ich wurde gut unterhalten. Ich habe gut Angst gehabt. Ich hatte einige Jumpscares. Ich habe mich nochmal gut unterhalten zwischendurch auch. Und ich habe eine krasse, krasse Story erfahren. Ja, so ihr Lieben, jetzt aber wirklich in diesem Sinne. Mal ganz kurz gucken. Hier ist Lost on You. Wir nehmen Lost on You, glaube ich, diesmal, ne? Finde ich, glaube ich, ganz cool. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao. Das machen wir nochmal. Das geht so nicht. Das ist ja schrecklich. Da habe ich aus Versehen einen Song mit angehört, obwohl es ja im Video auch mit drin ist. Also nochmal, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für euren Support, fürs Schauen. Ich danke Nachtfalke für die... Ich glaube, er hat mir Bits geschenkt. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin ja voll der Nubi-Streamer. Das ist der Nubi-Channel. Vielen, vielen Dank für alles. Und schlaft schön. Habt noch einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne. Bis dahin. Ciao.